Es sind wilde Geschichten, die die britische Rockband Oasis erzählt und die ihr vorauseilen. Die Musiker, die würden sich schon mal manchmal prügeln, Hotelzimmer zertrümmern oder in Flugzeugen randalieren. Wenn die Geschichten stimmen, dann kann man verstehen, dass einige Hamburger Hoteliers diesmal sehr zurückhaltend waren und den Jungs aus Manchester kein Zimmer anbieten wollten. Stimmen die Geschichten nicht, dann sind sie in der Branche wahrscheinlich gute PR und tragen zum Mythos der Chaosrocker bei. Am Abend haben Oasis in Hamburg gespielt und sogar noch ein Bett gefunden. Vier Jungs in Macho-Pose, die keine Bewegung zu viel investieren. Oasis sind keine klassischen Entertainer. Aber das Publikum rast. Mitte der 90er füllte die Gruppe um die Brüder Gallagher die größten Stadien. 40 Millionen Platten haben sie verkauft und es bis in die Downing Street Number 10 geschafft. Berühmt wurden sie für ihre Prügeleien, Drogenexzesse und ihr notorisch schlechtes Benehmen. Eigentlich war Liam derjenige, der sich meistens schlecht benommen hat. Er ist inzwischen erwachsen geworden. Ich habe jetzt Kinder. Du kannst dich nicht mehr schlecht benehmen, wenn du Kinder hast. Mit ihrem sechsten Album Don't Believe the Truth haben Oasis wieder Erfolg bei den Musikkritikern. Aber für die Fans bedeutet die Band ohnehin viel mehr als nur Musik. Es ist eine Party, es ist die Stimmung, es ist mein Leben. Die Musik drückt so viel aus. Alles, was in meinem Herz ist, kommt raus. Einfach gesagt. Sie hatten immer noch dieses das Arbeiter-Image. Und das finde ich eigentlich also das Gute bei ihnen. Die Erfolge der 90er sind weit weg. An Selbstbewusstsein mangelt es der Band dennoch nicht. Es gibt Leute, die mehr Platten verkaufen. Klar, so wie U2 und Coldplay. Aber wir sind besser. Unser Album ist sogar viel besser. Und das macht uns wieder zur besten Band der Welt. Oasis auf Deutschland-Tour. Noch bis Anfang November.